Nichts. Gut, wir können auf dem Weg wieder zurücklaufen, aber ich nehme halt mal was Uhren und Gold mit. Aber irgendwie muss man doch da rauskommen. Das kann ich mir ja nicht vorstellen, dass man den Weg wieder zurücklaufen muss. Den aber durchsucht, ja. Ich hätte gern den Helm von so einem Ding. Aber die können wir nicht mal tragen, okay. Ach Mann. Okay, wir laufen hier zurück, weil ich keine Ahnung habe, wo die Kette dazu ist. So weit war es ja jetzt auch nicht. Wir sind hier relativ schnell durchgekommen. Und dann können wir auch den Weg hier nochmal zurückpreschen. Hektisches Umdrehen. Kurzes Verschnaufen. Ein etwas längeres Verschnaufen. Nein, die Kette war ja für hier. Ja. Da haben wir reingeguckt. Ja. Hui, ich bin fast runtergerutscht. So, da sind wir auch schon wieder jetzt gleich draußen. Sind wir gleich draußen? Ich glaube, wir sind gleich... Oh, Hasen und Fasanen. Dich haben wir schon durchsucht. Da kommen wir jetzt halt irgendwie nicht lang. Und wir sind wieder im Feuer. Wir sind wieder draußen. Yeah! Die Meute jubelt. Einst als Drachen noch über die Welt herrschten, gab es Sterbliche, die diese Monster als Götter verehrten. Diese Drachenpriester starben bereits vor langer Zeit. Doch irgendwas hat sie aus ihrem ewigen Schlaf erweckt. Und ich frage mich... Huch! Ach, da ist der Felsen, der sah ja komisch aus. Ich frage mich... Was war das denn jetzt? Ob die Drachenpriester die Typen sind, von denen wir die ganzen Masken jetzt schon immer gesammelt haben. Und dann frage ich mich wiederum... Wo ist die verdammte Holzmaske hin? So. Wieder ein Hügel abgegrast, wenn man das so nennen kann. Jetzt muss ich gucken. Da sind mehrere Pfeile. Wir müssen zu einem, in dem man rein muss. Wir müssen da lang, aber wieso wird er mir dann nicht auf der Minimap angezeigt? Der müsste doch... Der ist das da, der ist nicht richtig angezeigt, aber wir müssen da lang. Hoffe ich. Ich speichere mal, wenn das gerade wieder so komisch ruckelt. Da werde ich ja gleich wieder paranoid. Weiter geht die spannende Reise durch Himmelsrand. Sei dabei, schau zu, sau zu oder sowas. Habe ich dich doch gehört? Und ciao, voll in den Kopf, armer Wolf. Ich habe gerade noch gesehen, wie Teltrin da hinten rumgehampelt hat. Ich hoffe, er ist jetzt nicht gerade gestorben. Wegen meiner Unachtsamkeit, aber das kann... Nein, da ist Teltrin. Hätte mich auch gewundert, wenn er von so einem kleinen Popelwolf platt gemacht worden wäre. Ich weiß nicht genau wo, aber irgendwann müssen wir mal so ein bisschen nach links in den Berg rein. Was haben wir hier? Einfach dann was als Reiseziel haben. Zum Nachttor. Alles klar. Wir haben zum Nachttor entdeckt. Was ist das? Eine Taverne? Wir werden es später irgendwann sicherlich noch rausfinden, aber nicht jetzt, denn jetzt sind wir auf der Suche nach diesem toten Hirsch da oben. Nein, natürlich nicht. Wir sind auf der Suche nach dem, was wir halt suchen. Die töten den Elch und nehmen dann nicht mal das Zeug von dem mit. Was seid ihr für komische Jäger?
Naja, besser für mich. Ich laufe durch den Schnee. Er tut mir gar nicht weh. Denn ich bin kein Totenschrein. Ja, ich bin kein Totenschrein. Oh. Entschuldigung. Hat er gleich sein Schwert verloren. Das Zeug brauchen wir eigentlich nicht. Da wird es uns angezeigt. Da müssen wir hin. Da rennen wir auch hin. Wir werden ankommen irgendwie. Oh, natürlich. Aufstrebender Beschwörer. Bald sterbender Beschwörer trifft zu leer. Was laufen dafür Hampel rum? Was seid ihr? Banditen. Alter, man kann ja nicht mal eine kleine Wanderung unternehmen, weil hier gleich Leute angerannt kommen, die einen töten wollen. Ich liebe Herausforderungen. Bei den Göttern! Nein! Tja, falls. Huch! Was habe ich meinen Teltring getötet? Ah, nö, der Haupt-Teltring. Ach Leute, wann versteht ihr es endlich mal? Den Typen mit Teltring dürft ihr nicht angreifen. Die Katze mit Teltring. Die Katze und den Typen, die merkwürdige Masken aufhaben, die aussehen, als würden sie gerade aus der Wüste kommen, die dürfte. Der offenbar weiß, was er tut. Ja. Den Katschid und den Typen mit der Maske, die aussehen, als würden sie aus der Wüste kommen. Und der Typ, der quatscht andauernd das Gleiche. Die dürfte nicht angreifen. Da rollt noch ein Bogen. Schlägt ihn zu seinem Besitzer. Bitteschön. Du wirst ihn brauchen. Vielleicht. Nein, wahrscheinlich nicht. So, irgendwo hier. Oh, hä? Ich glaube, wir hätten da oben bleiben müssen. Oder? Ich wusste noch, dieser Ort ist merkwürdig. Da könnten wir rein, aber das bringt uns ja nichts. Das hatte ich auch noch in Erinnerung, dass dieser Ort ein sehr merkwürdiger Ort war, weil ich damals auch nicht wusste, wie ich reinkomme. Ich glaube, ich bin da ein paar Mal in den Abgrund gestürzt. Ich gucke erstmal von oben. Ich glaube, ich bin damals von unten gekommen. Alftrand. Ups. Als er mal das All fand, fand er sich im Alftand. Da ist ein Drachengrab, das sollte jetzt auch mal schön drachengrabig bleiben. Aha, hier ist ein Weg. Ich weiß nicht genau, ob wir runter müssen. Das wäre mir manchmal echt... Ach, da ist uns angezeigt. Da müssen wir rein, ins Alftand. In die Ruinen des Alftandes. Die Ruinen verschlangen uns. Wir wussten nicht, was uns erwartete. Wir sollten Schriftrollen suchen für einen alten Verrückten. Warum? Das wussten wir auch nicht so genau. Wir sprachen schon mit Drachen auf Bergen. Wir konnten die Sprache der Drachen, wir verstanden sie. Wir waren selbst ein Drache. Oh Gott, nein, Metallbahn. Und nun waren wir hier und wussten nicht warum und fanden ein Tagebuch von Sulas. Ich verkünde. Wir versuchten durch den Gletscher an die Spitze zu kommen, aber wir schafften es nicht einfach auf die Brüstung des Turmes. Jack entdeckte einen Spalt in der Gletscherwand und die Konstruktion eines Laufsteges war gerade rechtzeitig abgeschlossen, als ein Sturm hereinbrach. Erst wollten wir sein Ende abwarten, aber er wurde immer schlimmer. Bei einem Gletscherrutsch kamen mehrere unserer neuen Arbeiter um. Ich befahl allen, so viele Vorräte wie möglich in den Spalt zu schleppen und es gelang uns, den größten Teil zu retten. Einer der Gehilfen wollte nicht hören und wagte sich in den Sturm hinaus, doch der Wind wehte ihn vom Laufsteg herunter. Wir sahen seinen Körper unten im Schnee aufplatschen. Der Schnee färbte sich rot. Er sah aus wie Moos.
Es sieht so aus, als würden wir hier für lange Zeit festsitzen, aber trotzdem bin ich überzeugt von jene, dass ich überzeugter denn je, dass ich derjenige sein sollte, die diese Ruinen ihre Geheimnisse entreißt. Ich bin also eine Die, das wusste ich nicht. Ich habe es satt, dass die Magier und die Armee immer die Lorbeeren für meine Arbeit einheimst. Mein Name wird es sein, der aufgrund dieser Entdeckung in die Geschichtsbücher eingehen wird. Geschichtsbücher hat zum Schluss vom Treiben einen Sprachfehler entwickelt. So, nehmen wir mit. Ich nehme an, sie sind hier irgendwo gestorben. Eine Kartoffel. Wir nehmen eine Kartoffel mit. Diese Kartoffel wird uns sicher... Blut. Diese Kartoffel wird uns sicher durch diese Ruinen geleiten. Ein bisschen Gold. Ich zücke schon mal den Bogen. Also, irgendwas lebt hier drinne. In einer Gletscherspalte. Was meinst du, wird hier drinne wohnen? A. Ein Drache. B. Ein verrückter Khajiit, der sich hier eingenistet hat. C. Irgendeine merkwürdige Dwemer-Konstruktion. Oder D. Ein Eistroll. Also ich vermute übrigens den Eistroll. Ich bin mir aber da gar nicht ganz so sicher. Aber es wäre für mich logisch. Es kann natürlich auch genauso gut... Wo ist es? Ich weiß, dass er es genau nicht so weit von euch ist. Ihr wollt es immer ganz für euch alleine haben. Nein, es muss einfach noch mehr Skuma da sein. Schweigt. Wo ist denn derjenige? Ihr habt es versteckt. Ihr versucht ständig, es von ihr zu stehlen. Natürlich, jetzt ist das Gespräch vorbei, wo wir hergekommen sind. Okay. Ich mag keine Dwemer-Ruinen. Trotzdem werden wir uns mutig hier durch kämpfen. Vor allem die Dwemer-Tierchen. Habe immer so viel Zeug dabei, dass ich alles mitnehmen möchte und alles davon ist mal sehr schwer. Und ich vermute immer, dass aus irgendeinem Dwemer-Ding gleich was rausgesprungen kommt. Forschungsnotizen. Okay. Du konntest sie lesen, ich konnte sie lesen. Okay. Ich frage mich, ob es tatsächlich jemanden gibt, der alle Bücher, die er gefunden hat, wirklich gelesen hat. Wusste ich's doch, du kleines Mistvieh. So. Und mit alle Bücher meine ich wirklich alle. Nicht nur die, so die Tagebücher und so, die lese ich ja auch vor. Wirklich jedes einzelne Buch. Wo kommt das denn her? Ich hab's noch gehört und dachte mir, wo kommt dieses Geräusch her? Ich glaube, von hier haben wir gerade die Stimmen vernommen. Also ich gucke ja auch Let's Player natürlich. Wie wäre ich sonst auf die verrückte Idee gekommen, auch sowas zu machen? Kannst du mal aufhören zu summen? Ich erzähle gerade. Und da gibt es ja einige, die lesen schon immer sehr viel vor. Mir macht das nichts aus, ich höre da gerne zu. Aber dann frage ich mich, ob so jemand, wenn der Skyrim machen würde... Wüsste ich. Ob der tatsächlich jedes Buch oder wirklich alles vorlesen würde. Eine Fackel. Sie weiß uns den Weg. Fackel, wo willst du uns hinführen? Sie ist verschwunden. Was? Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Glatthäuter, der nach Essen sucht? Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen.
Ich bin ein Bruder. Nein, wir sind doch Kachit-Brüder. Tu es nicht. Chidara, tu es nicht. Oh nein. Bruder. Warum? Dankeschön. Komm, du sollst hier nicht so in der Ecke liegen bleiben. Oh, noch ein Bruder. Hier, ich lege euch zusammen. Gib mir aber noch den Trank, dankeschön. Ah, hier haben wir noch ein Tagebuch. Cesares Tagebuch. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich habe Chidara und mich selbst für diese Expedition angemeldet, um ihn vom Skooma wegzubringen. Ich habe einen kleinen Vorrat mitgebracht, um ihn langsam zu entwöhnen. Aber wegen des Sturms sitzen wir schon seit Wochen in diesem Gletscher fest. Die anderen haben noch nichts gemerkt. Aber einer, der Fell trägt, wegen der Kälte nicht zu zittern... Die anderen haben noch nicht gemerkt, dass einer, der Fell trägt, wegen der Kälte nicht so zittern sollte. Aber das bisschen Skooma, das ich mitgebracht habe, ist aufgebraucht. Und Chidara geht es immer schlechter. Er fängt an zu halluzinieren und glaubt, Kreaturen zu sehen, die aus dem Eis und den Ruinen kommen. Die anderen tuscheln schon darüber, aber vielleicht... darüber, dass er vielleicht hinter Wallis Verschwinden stecken könnte. Aber ich weiß, dass er so etwas nie tun würde. Leere Skooma-Flasche. Nehmen wir mit. Weil ich einfach alles mitnehmen muss. Und hier haben wir Chidara. Dietrich. Eure Kleidung lasse ich euch natürlich. Euer Gold nehme ich mit. Ihr braucht es nicht mehr. Ihr seid tot. Noch mehr Geld. Keine Ahnung, ob wir den richtigen Weg gehen. Ich gehe halt einfach mal irgendwie. So theoretisch können wir das Dwemer-Zeug dann später alles einschmelzen, oder? Diese lauten Geräusche sind ein bisschen störend. Dieses Öl. Ah, ich sehe es. Machst du das? Ach ja. Kommt raus, kommt raus. So, der eine brennt, der andere ist tot. Sorry, ich kann nichts dafür, wenn du immer in meiner Schussbahn stehst. Das ist einfach eine Ungereimtheit zwischen uns beiden. Außerdem bin ich bald wieder voll. Sicher, dass trotzdem. Kann man sich hier hochschleudern lassen? Ui, das geht ja echt. Das wusste ich gar nicht. Das bringt mich auf ganz neue Ideen. Warum habe ich das nicht früher getestet? Hallo? Geheime Räume. Warum bin ich darauf nicht früher gekommen? Das ist doch logisch, dass das funktioniert. Wow! Unentdeckte Orte sind die schönsten Orte auf der Welt. Bla 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 bla. Singe super schief. Hui! Na komm her, trag was. Was ist unser nächstes? Wenn wir dadurch schneller vorankommen. Du trägst Zeug von mir, sicher. Das ist unser nächstes Ziel. Was haben wir hier? Was können wir dir denn mal geben? Das hier. Und das. Und das. Und jenes. Und dieses. Und das. Und das. Da habe ich wieder drei Stück gehabt. Ich bin ein sehr vorbildlicher Sammler. Von allem, was ich nicht gebrauchen kann. Dankeschön, mein Freund. Ich muss aufhören, das ganze Dwemer-Zeug zu sammeln.
Da ist Gas. Nein. Jawohl! Mein Gasblick hat es erkannt.